Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Corona-Challenge. Versprochen ist versprochen und dementsprechend geht es heute in die Bewegung hinein. Ja, euer Power-Workout wartet. Vielleicht seht ihr das hier schon auf dem kleinen Blatt. Das wird euch nochmal zur Verfügung gestellt, dass ihr das eben nochmal vor der Nase habt. Wie ihr hier schon seht, in dem Haupt-Workout erwarten euch 3 bis 4 Runden mit den folgenden Übungen, die wir als Leiter aufgebaut haben. Das heißt, wir starten mit 6 Wiederholungen, gehen dann immer weiter hoch, bis wir dann eben bei 18 Wiederholungen sind, haben dann 1 Minute Pause und dann geht das Ganze von vorne los. Genau. 3 bis 4 Wiederholungen könnt ihr natürlich schauen, okay, wie ist euer Fitnesslevel? 5 Runden sind mit Sicherheit auch drin, aber dann müsst ihr natürlich einfach schauen, okay, wie geht es euch damit? Wie ist euer Fitnesslevel? Was habt ihr selber auch für Ziele? Als Challenge können wir das natürlich so gestalten, dass ihr auch Fotos oder Videos von eurer Challenge natürlich unter diesem Beitrag bei Facebook auch posten könnt. Das heißt, wir können uns gegenseitig motivieren und einfach auch, so wie in der Halle eben auch normalerweise im Kurs, zu Höchstleistungen bringen. Genau. Wir starten hier mit einem Warm-up. Für das Warm-up braucht ihr noch keine Gewichte. Christine wird uns hier unterstützen und uns sozusagen auch die Übungen einmal vormachen. Genau. Das Warm-up startet erstmal mit Armkreisen und schaut mal, dass ihr hier auf jeden Fall eine schöne Weite hinkriegt, dass schön die Schultern auch mobilisiert werden. Die zweite Übung sind dann Ausfallschritte. Die werden nach vorne durchgeführt. Genau. Genau. Wenn ihr das 20 Sekunden gemacht habt, kommt dann schon der Hampelmann. Und gefolgt von den Bergsteigern. Hier werden die Knie einfach gut in den Bauch gezogen. Achtet darauf, dass ihr eine feste Rumpfspannung habt. Und auch hier könnt ihr natürlich das Tempo variieren. Okay. Die Empfehlung von uns ist, dass ihr jede Übung von diesen gezeigten 20 Sekunden lang macht. Und das Ganze 2-mal. Dann solltet ihr auf jeden Fall gut erlernt sein. Genau. Okay. Dann geht es in das Workout hinein. Und ich gehe mal auf die andere Seite, damit Christine mich gleich nicht wegkickt. Wir starten hier mit 6 Burpees. Christine hat uns mal einen Burpee vor. Das heißt, wir legen ihn komplett. Wenden den Oberkörper einmal ab, ziehen dann die Beine nach vorne und gehen mit einem Sprung in die Höhe. Genau. Wenn ihr davon 6 gemacht habt, genau, geht es in die Ausfallschritte hinein. Und die Ausfallschritte, ihr könnt euch natürlich auch mit Gewicht bedienen, dass es auch ein bisschen effektiver wird. Ne? Wir wollen ja nicht so leicht trainieren, aber natürlich alternativ könnt ihr das auch ohne machen. Genau. Links und rechts ist dabei eine Wiederholung und davon hätten wir natürlich gerne 8. Nach 8 kommt 10 in unsere Leiter. Das bedeutet, Liegestütze sind jetzt dran. Bei den Liegestützen, keine Angst, gibt es auch verschiedene Skalierungsmöglichkeiten. Entweder ihr macht es so, dass ihr die Beine gestreckt habt oder eben auch die Knie abgelegt. Genau. Genau. Schaut mal, dass ihr hier nicht durchhängt, sondern dass zuerst der Brustbein ablegt und dann euch wieder rausdrückt. Genau. Danach geht es weiter mit 12 Wiederholungen von dem vorgebeugten Rudern. Ihr schnappt euch hier auch wieder eure Wasserflaschen, die natürlich auch unterschiedlich gefüllt sein können. Der Oberkörper bildet fast eine Parallele zum Boden. Genau. Und dann schaut ihr, dass ihr hier die Schulterblätter schön zusammenzieht, denn der Rücken soll hier gekräftigt werden. Genau. Super, vielen Dank. Weiter geht's mit 14 Wiederholungen der russischen Bewegung. Das heißt, auch hier, besser bekannt als Russian Twist. Geht ihr hier in die sitzende Position, lasst erstmal in der Anfangsposition die Füße unten, zieht die Zehenspitzen zu euch ran und dann geht es um die Oberkörperrotation, dass ihr beide Gewichte gleichzeitig links und rechts ablegt oder zumindest in die Richtung des Bodens bewegt. Genau. Alternativ, wenn es zu leicht ist, können auch die Füße nach oben wandern. Das heißt, ihr habt noch mal eine Instabilität, dass ihr da noch mal mehr auch aus dem Rumpf heraus ausgleichen müsst. So, wenn wir das haben, geht es in die Kniebeugen. Zeig ab. Bei den Kniebeugen, die werden mit dem eigenen Körpergewicht oder eben auch wieder mit den Wasserflaschen durchgeführt. Genau. Schaut, dass ihr hier schön tief kommt. Das Gesäß sollte auf jeden Fall die Knielinie passieren. Lasst die Fersen fest am Boden. Genau. Und dann haben wir es schon nach 16 Wiederholungen. Die letzte 18 Wiederholungen machen wir mit Sit-Ups, also auch Rumpfbeugen genannt. Dafür gehen wir wieder in die sitzende Position, stellen die Fersen aneinander und hinten sollten die Hände einmal den Boden berühren und vorne ebenfalls. Genau. Vergesst dabei bitte nicht zu atmen. Ganz praktisch. Okay.
Genau. Danach gönnt ihr euch einfach eine Pause, wenn ihr die 18 Wiederholungen gemacht habt. Je kürzer natürlich die Pause ist, desto schneller seid ihr natürlich. Aber eine Minute solltet ihr euch auf jeden Fall zwischendurch einmal gönnen, wenn ihr das durchgemacht habt. Okay? Wenn ihr das also durch habt, könnt ihr natürlich gerne auch die Zeit stoppen, die einmal auch bei Facebook bei uns posten, dass wir auch wissen, okay, ihr seid ja auch aktiv. Und wenn wir das gemacht haben, wollen wir uns natürlich auch abwärmen mit einem Cooldown. Dafür gehen wir in die Standposition wieder zurück. Wir empfehlen euch, jede Übung so 30 bis 45 Sekunden zu halten. Das ist völlig ausreichend, aber tendenziell kann natürlich auch jeder sich so mobilisieren, wie es ihm auch einfach gut tut. Wenn ihr sagt, andere Übungen tun euch auch gut, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wichtig ist halt nur, dass ihr danach langsam den Puls runterbringt und bitte auch kontrolliert langsam atmet, Bewegung langsam ausführt. Genau. Wir empfehlen euch jetzt eine Dehnübung, dass ihr einen festen Stand habt. Die Beine möglichst gestreckt und euch einfach nach vorne fallen lasst, so weit wie es geht. Und ihr werdet auch merken, dass ihr mit der Zeit immer tiefer und tiefer kommt. Ihr könnt natürlich auch mit den Händen einmal nach links und einmal nach rechts wandern. Da jeweils nochmal ein bisschen halten. Und ihr werdet hier die Dehnung vorwiegend im hinteren Oberschenkel spüren. Der untere Rücken wird hier auch nochmal entlastet, dementsprechend ganz locker. Genau. So, dann ganz locker wieder aufrollen und wir gehen in eine Oberkörperrotation. Erstmal langsam, dass ihr wirklich erstmal genau alles einmal nochmal durchmobilisiert. Genau. Da könnt ihr natürlich auch switchen, dass ihr entweder die Füße fest am Boden stehen bleiben oder sie natürlich auch abheben. Aber das kann jeder eben für sich selber auch gut definieren. Die letzte Übung, die wir euch empfehlen möchten, ist ein leichter Ausfallschritt nach vorne. Genau. Die Arme wandern über den Kopf hinaus. Genau, ruhig ein bisschen tiefer gehen. Und zieht den Oberkörper dann langsam nach hinten, damit wird nochmal die Hüfte geöffnet und kommt die komplette Vorderseite im Körper einmal gedehnt. Auch hier wieder 30 bis 45 Sekunden halten, dann natürlich der Seitenwechsel. Und dann sind wir auch schon durch. Wir wünschen euch, ich glaube, das passt. Wir wünschen euch damit ganz viel Spaß und hoffen auf weiteres.